Man braucht die Medien als Vermittler, also als Berichterstatter für die Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr, weil die Massenmedien das schon sehr gut bewerkstelligen. Nur, die Frage ist natürlich, wenn man das alles sieht und mit eigenen Augen sieht, ein Fußballspiel, die Olympischen Spiele, die Leistungen, die Athletinnen, die Athleten, was sieht man dann eigentlich? Die Funktion der Gewichtung, der Einschätzung, der Kommentierung von sportlichen Ereignissen übernehmen die Massenmedien eigentlich nur bedingt, weil sie natürlich vor allem die Rechte kaufen, um ein Fußballspiel zu übertragen. Ich denke, dass die Medien ganz generell die Aufgabe haben, das, was man sieht, eben auch einzuschätzen und zu gewichten und zu erklären. Mich hat immer vieles interessiert am Sport, auch wie man Sport letzten Endes auch in Sprache fassen kann. Kann man Sport wirklich abbilden in der Sprache? Kann man jemandem einen Text geben und dieser jemand versteht dann, was da genau abgelaufen ist in einem Spiel oder in einem Sportler drin, im Kopf, im Herzen, bei einem Wettkampf? Und das hat mich eigentlich immer interessiert, eben auch als Schriftsteller und natürlich auch als Fan, als Sportfan und auch als Sportler letzten Endes. Meine journalistische Arbeit ist natürlich eine Arbeit, die sich daran orientiert, was geschieht, was ist wichtig, was muss kommentiert werden, worüber muss berichtet werden und für wen berichte ich, für wen kommentiere ich. Bei meiner literarischen Arbeit ist das ein bisschen anders. Da geht es eigentlich darum, Geschichten zu erzählen, Geschichten zu erfinden. Ich allein sage, was wichtig und was für mich nicht wichtig ist, worüber ich schreiben will und worüber ich nicht schreiben will. Wobei diese Aufteilung natürlich auch immer ein bisschen schwer vorzunehmen ist, weil es gibt hervorragende Reportagen, die sich natürlich an der Wichtigkeit, an der Aktualität, an der Faktizität orientieren und trotzdem ganz wunderbare Lesestücke sind. Es gibt vor allem im englischsprachigen Raum und auch in Nordamerika diese Sportarten, die wirklich eine große gesellschaftliche Durchdringung haben, wie Baseball zum Beispiel, der Nationalsport. Alle Schriftsteller schreiben früher oder später über diesen Sport. Man könnte da eine ganze Reihe von Titeln nennen. Ich persönlich würde zum Beispiel ein Buch von Richard Ford empfehlen, eigentlich eine Trilogie, aber bleiben wir bei einem Band davon, nämlich The Sports Writer, also der Sportreporter. Da haben wir das auch nochmal in Personalunion, dass jemand als Literat sich mit Sport auseinandersetzt und die Hauptfigur lustigerweise oder sinnigerweise eben ein Sportredakteur ist. Solche Dinge sind bei uns eigentlich noch nicht ganz so im Detail denkbar, denke ich. Da haben wir immer noch ein bisschen einen Dünkel, was Sport anbelangt. Es gab immer wieder Literaten, die über Sport geschrieben haben, aber man hat das nicht unbedingt von ihnen erwartet und man musste auch als Literat damit rechnen, dass man eher abgestraft wird dafür, dass man sich für so etwas Profanes, wie es damals wahrgenommen wurde, eben Zeit nahm und seine literarische Kraft darauf verwendet hat. Man kann sich fragen, warum ausgerechnet 2006 bei der WM in Deutschland eigentlich die deutschen Autorinnen und Autoren angefangen haben, sich ernsthaft mit Fußball oder mit Sport erst auseinanderzusetzen. Ich denke, das hängt sicher auch damit zusammen, dass eben die gesellschaftliche Relevanz deutlich wurde, nämlich dass man mit einer WM, mit einer Fußballmannschaft, mit der man sich identifiziert, doch sehr viele Dinge auch erklären kann, was das eigene Land, die eigene Mentalität anbelangt. Und das hat natürlich dann plötzlich auch sehr viele Autorinnen und Autoren interessiert, weil sie dabei eben auch an etwas teilgenommen haben, was größer ist als jetzt einfach nur eine Bundesliga, die am Samstag stattfindet. Da ging es um eine gesellschaftsweite Auseinandersetzung mit dem Sport und das hat viele dazu bewogen, sich näher mit Fußball oder mit Sport literarisch und journalistisch, essayistisch zu beschäftigen. Die Stiere kommen jetzt.